dass ich mir da große Sorgen gemacht habe und ja, es eine Nachricht gab, die mich beim CDG völlig aus der Bahn geworfen hat. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Heute geht es von der 34. bis zur 36. Schwangerschaftswoche, also ja, ein etwas kürzeres Update und auch ziemlich schnell hinter dem anderen, aber das habe ich euch ja im letzten Update schon erwähnt. Auch heute geht es natürlich wieder so um die Schwangerschaft, wie es sich verändert hat, wie es mir geht, wie der Bauch aussieht, den zeige ich euch natürlich am Ende nochmal. Gucken, wie die Murmel, die gewachsen ist. Also ich habe das Gefühl, sie wächst im Moment jeden Tag oder stündlich. Also ich habe echt das Gefühl, sie explodiert. Ja, die ersten Sachen, die im Moment richtig schwierig werden oder ja, ich bin wirklich so an dem Punkt, glaube ich, wo die Schwangerschaft wirklich schwierig wird. Rückenschmerzen, Hüftschmerzen, Senkwehen. Ich glaube, jede Schwangere weiß, wovon ich rede. Ja, ich habe hier links an der Hüfte ziemlich dolle Schmerzen, wenn ich zum Beispiel liege, schlafe. Der tut es sehr doll weh. Wenn ich mich im Bett drehe, dann habe ich ziemlich dolle Symphysenschmerzen. Der Hund. Ja, dann werden die Senkwehen und Übungswehen ziemlich stark. Also der Bauch wird immer richtig hart und es tut auch schon richtig weh. Das merke ich auch so langsam und halt Rückenschmerzen. Also wenn man sitzt, zum Beispiel Autofahren als Beifahrer, ist so unglaublich schlimm, dass ich mir wirklich immer überlege, okay, fährst du jetzt mit oder bleibst du nicht lieber zu Hause? Also das ist wirklich richtig schlimm. Und ja, wie gesagt, die Senkwehen eben, die wirklich richtig schön nach unten drücken. Dann habe ich auch immer öfters Unterleibsschmerzen, also manchmal wirklich so den ganzen Tag, die letzten 2 Tage auch richtig schlimm. Heute auch wirklich noch schlimmer als sonst. Also wirklich so, dass ich schon denke, so, okay, kommt sie jetzt? Weil das schon echt ziemlich doll ist. Aber ja, das ist glaube ich auch normal, dass wenn die kleine Maus nach unten gedrückt wird, dass man dann halt eben Unterleibsschmerzen bekommt. Das ist genauso wie so ein Periodenschmerz. Das ist genau der gleiche Schmerz, den ich damals immer hatte, als ich meine Periode hatte. Immer dieses krampfartige Drücken. Ja, ich habe gerade auch schon wieder eine Übungswehe. Richtig schön unangenehm hier im Video. Aber es geht noch. So, weiter geht's. Wie ihr vielleicht noch hört oder in den letzten Videos gehört habt, bin ich krank gewesen oder bin immer noch krank. Und zwar habe ich mal wieder ja so eine Erkältung, Grippe. Ich weiß nicht, ich habe halt eine Erkältung, Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Fieber hatte ich, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, also eher schon so eine Grippe, obwohl ich dagegen geimpft bin. Ich weiß nicht, einige auf Instagram haben mir schon geschrieben, dass es dann wohl keine richtige Grippe ist, sondern ja eher so eine dolle Erkältung. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall ist das Schwanger auf jeden Fall auch richtig scheiße, weil ja, es ist einfach so unangenehm. Man hat eben diese Bauch- und Unterleibsschmerzen und dann auch noch ja, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, dann auch mit den Rückenschmerzen, die man von der Schwangerschaft hat, mit den Gliederschmerzen. Es ist wirklich überhaupt nicht schön. Ja, und das haben wir jetzt auch durch. Ich hoffe, ich bin morgen und übermorgen vielleicht da raus. Heute ist noch so ein bisschen, aber langsam klingt es ab. Ja, was ich auch langsam bemerke, das Rasieren war ja schon lange ein Problem. Also Rasieren, selbst mit Spiegel, ist eine super Herausforderung. Felix lasse ich da auf jeden Fall nicht dran, falls das jetzt irgendwer sagt. Das gibt es auf jeden Fall gar nicht. Aber ja, Hosen und Socken anziehen ist jetzt das nächste Problem. Socken anziehen hatte ich nie so Probleme mit. Aber jetzt so die letzten Wochen richtig dolle Probleme, dass ich ja nicht mehr in meine Socken komme. Und meine Socken nicht mehr anziehen kann. Hosen wird auch schon schwierig. Wenn sie dann bei den Knien sind, dann geht's wieder. Aber sie müssen erstmal. Die Hose muss erstmal bis zum Knie kommen und ja, das ist auf jeden Fall immer jeden Morgen eine Tortur. Aber wir können ja nicht nackt durch die Gegend laufen und Felix ist auch nicht immer da. Also müssen wir da wohl durch und irgendwie, ja, überlegt man sich halt auch immer was. Also irgendwie hat man immer einen Plan, wie man das gerade löst und das Problem gelöst bekommt und die Hose am Ende doch anhat. Ja, dann habe ich machen lassen für 15 Euro, kann ich euch auch sagen, den Streptokokkenabstrich. Ich glaube, das heißt so. Ich weiß nicht, ob ich es mir richtig gemerkt habe. Auf jeden Fall ist es so ein Abstrich, den die Frauenärztin macht.
wegen halt diesen Streptokokken, die können wir haben, wir Frauen, oder ich weiß nicht, ob Männer das auch kriegen können, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir das im Körper haben. Das tut uns nichts, aber das Baby kann sich bei der Geburt dabei anstecken. Und dann ist es wohl nicht so gut. Und wenn man das eben weiß, dass man das hat, dann kann man besser eingreifen und das halt ja direkt nach der Geburt eben dafür sorgen, dass es nicht weiter ausbricht und das Baby direkt behandeln. Und wie gesagt, kostet dieser Abstrich 15 Euro, muss man selber bezahlen. Aber das haben wir auf jeden Fall auch machen lassen. Das ist einfach nur ein Abstrich unten. Das dauert eine Minute. Das habe ich jetzt beim letzten Mal machen lassen. Dann wurde mir wieder Blut abgenommen beim letzten Frauenarzttermin auch noch. Und genau, das haben wir aber auch auf jeden Fall machen lassen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt in dieser Zeit, fragt auf jeden Fall nochmal die Frauenärztin nach dem Streptokokkenabstrich. Ich finde das ziemlich wichtig, weil man es eben eine kleine Maßnahme, womit man vielleicht viel retten kann. Ja, dann habe ich die Frauenärztin auch noch gefragt nach dem HIV-Ergebnis, weil wir waren bei der Geburtsanmeldung, habe ich euch hier glaube ich auch gar nicht erzählt. Und da hat sie im Mutterpass nicht das Ergebnis vom HIV-Test gesehen. Und das dürfen sie wohl nicht reinschreiben, sagt die Frauenärztin, wegen Datenschutz und so. Weiß der Geier. Aber wir sind auf jeden Fall HIV-negativ. A, B und C, also alles Paletti. Und einer Wassergeburt steht damit nichts im Wege. Aber das sollte ich noch erfragt haben, weil das eben bei der Geburtsanmeldung so besprochen wurde. Oder hat sie das eben nicht einsehen können, wegen Datenschutz, meint die Frauenärztin. Aber ja, jetzt wissen wir es und einer Wassergeburt steht nichts im Wege. Wir sind mal gespannt, was es für eine Geburt wird. Ich bin ja mega gespannt. Ja, bevor wir zum Frauenarzttermin kommen, wollte ich euch jetzt noch kurz über unsere Kinderzimmersituation berichten. Und zwar seht ihr ja schon, dass ich hier vor einer Wickelkommode sitze, oder ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, aber tada! Ich sitze hier vor unserer schönen Wickelkommode, die ist von Heidi. Das Babyzimmer Mattea heißt das. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, dass wir das Zimmer gekauft haben. Und ja, die schöne Wickelkommode hat mein Schatzi mir vor 2 Tagen aufgebaut. Und ich habe sie natürlich direkt eingerichtet, obwohl ich krank war. Aber ich wollte es unbedingt alles schön haben. Und ja, wir haben das mit dem Kinderzimmer jetzt so gemacht, dass wir erstmal ein provisorisches Kinderzimmer hier bei uns haben. Und das ist ein ganzes komplettes Zimmer, in dem sitze ich ja hier gerade. Hier steht die Wickelkommode, hier stehen alle Babysachen rum. Und die hat ihr hier ihren Stubenwagen, bei uns im Schlafzimmer das Beistellbett und auch ja alles rundherum. Also wir haben bei uns im Wohnzimmer unten noch ein Laufgitter und wir haben den Hochstuhl und sie kann sich wirklich überall hinlegen oder wir können sie überall ablegen. Und sie hat in der ganzen Wohnung sozusagen so richtig viel Freiraum. Und die erste Zeit brauchen Babys auch einfach kein Kinderzimmer. Aber trotzdem hat sie hier gerade halt eben ein kleines Kinderzimmer. Ich wollte euch da einfach noch auch noch eine Roomtour präsentieren. Aber erstmal, ja, halt nur so eine provisorische, weil wir eben nochmal umziehen, sozusagen in unsere Wohnung, die leider noch nicht fertig ist. Beziehungsweise würde sie bis zur Geburt fertig sein. Aber ich wollte den Männern keinen Stress machen, aber wollte es auch trotzdem fertig haben, falls die Maus jetzt schon kommt, dass wir auf jeden Fall eine Wickelkommode und alles parat haben. Und dementsprechend hat sie jetzt hier ihr kleines Reich bekommen. Und wenn ihr da eine Roomtour wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann zeige ich euch das mal. Auch so den Wickeltisch wollte ich euch ja auch noch zeigen. Habe ich nämlich auch schon komplett fertig eingeräumt. Ich warte dann noch auf ein Paket. Da ist noch eine Wickelauflage und ein Wickelauflagenbezug und paar Sachen drin, die ich noch brauche für das Babyzimmer hier, für den Wickeltisch. Aber dann kann ich euch auch da endlich das Video drehen. Genau, und dann war es auch zum Kinderzimmer, was ich euch erzählen wollte. Und ich glaube, ja, Geburtsanmeldung waren wir einfach im Krankenhaus und haben die Akte angelegt sozusagen. Also haben einfach meine Daten aus dem Mutterpass einfach eingetragen in die Akte. Sie hat mich ein paar Sachen gefragt. Dann hat sie uns auch ein paar Sachen mitgegeben. Zum Beispiel Hebammenzettel und ja, was man noch so erledigen muss vor der Geburt, was wir mitbringen müssen. Kliniktasche und alles hat sie uns erklärt. Dann sind wir noch beim Anästhesisten gewesen wegen der PDA und haben das wirklich alles besprochen. Und ja, jetzt können wir sozusagen jederzeit kommen und
sind angemeldet, beziehungsweise sind halt schon registriert, sage ich mal. Die wissen auf jeden Fall dann schon, wer wir sind und wir haben eine Akte. Die wissen auch, dass wir stillen wollen und was ich nicht möchte und ja, alles so eine Sachen haben wir auf jeden Fall schon abgeklärt. Jetzt haben wir noch Sorgerecht, was wir noch machen müssen. Da haben wir jetzt auch einen Termin. Ich glaube, wenn das Video online ist, war der Termin schon. Also ist alles relativ schnell aufeinander jetzt. Und da geht es eben darum, dass Felix eben auch das Sorgerecht bekommt, dass wir das gemeinsame Sorgerecht haben. Das ist ein Termin beim Jugendamt und dann ist das auch erledigt. Und sonst geht es nur noch um den Nachnamen, genau. Da sind wir uns einfach noch gar nicht einig, wie wir sie nennen wollen. Also sie wird auf jeden Fall, oder wir werden ja später auf jeden Fall den Namen von Felix bekommen, wenn wir heiraten. Aber in dieser Zwischenzeit wissen wir einfach noch nicht, welchen Namen sie bekommen soll. Und dann machen wir uns noch Gedanken drüber, das müssen wir noch machen. Und dann müssen wir noch die Vornamenserklärung, glaube ich, machen. Und dann haben wir auch alles. Und dann müssen alle Papiere noch in die Kliniktasche. Und dann können wir endlich losstarten. Kliniktasche ist ja auch gepackt. Video verlinke ich euch mal hier oben. Ist nämlich auch schon online. Und ja, ich denke, dann geht es nur noch um den Frauenarzttermin, den wir hatten. Und da habe ich euch auf Instagram ja schon geschrieben, dass ich mir da große Sorgen gemacht habe. Und ja, es eine Nachricht gab, die mich beim CTG völlig aus der Bahn geworfen habe. Hat mich völlig aus der Bahn geworfen hat. Und ja, mich immer noch so ein bisschen... ja, ein bisschen verschüttert, wie soll man sagen, ein bisschen sorgenbereit und mich immer noch so ein bisschen quält. Aber erstmal so zu den Grunddaten, was ist passiert, was hat sie gemacht und ne. Ihr wisst das ja, wie ich sowas immer aufbaue. Ja, zuerst wird beim Frauenarzt immer der Muttermund und der Gebärmutterhals getastet. Das war diesmal ziemlich schwierig, hat sie gesagt. Also sie hat den Muttermund nicht direkt gefunden. Sie musste wirklich sehr lange suchen sozusagen. Sorry, wenn es too much information sind. Aber sie hat sehr lange gesucht und musste wirklich sehr, sehr lange kramen. und hat auch gesagt, oh, der ist aber heute schwer zu finden und so. Und ja, sieht aber alles gut aus. Gebärmutterhals, Muttermund, alles noch top. Und sonst, da sagt sie auch, sieht alles in Ordnung aus. Dann hat sie gesagt, soll ich schwimmen gehen gegen die Rückenschmerzen und auch für die Hüfte. Also schwimmen soll wohl sehr, sehr gut sein. Das hat sie schon von mehreren Schwangeren gehört. Und dann haben wir uns auch noch über das Stillen unterhalten. Sie hat mir so ein paar Tipps gegeben und wir haben uns auch noch über die Klinik unterhalten. Und ich muss wirklich sagen, dieser Termin, der war so traumhaft, Leute. Es war so schön. Ich habe mich ja die letzten Male so beschwert, was mir auch total leid tut und wo ich auch im Endeffekt denke so, oh mein Gott, es geht ja eigentlich gar nicht so darum, wie es mir bei dem Termin sozusagen geht, sondern es geht einfach darum, dass man guckt, wie es dem Baby geht. Und ja, ich habe mir aber so immer so viel Sorgen gemacht, weil ich kein Foto bekommen habe und so, wo ich mir jetzt echt denke, oh mein Gott, was ist denn da mit dir los? Aber es war wirklich so ein schöner Termin. Also es hat diesmal alles wirklich so schön gepasst und sie war so freundlich und sie war einfach genau so, wie ich sie kenne und wie ich sie kennengelernt habe. Und es war einfach echt schön, weil wir einfach so viel gequatscht haben und uns auch ja so gut verstanden haben, muss ich sagen. Also sie war wirklich komplett anders und hat ja, einfach ganz anders gearbeitet, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob sie diesmal einfach weniger Stress hatte. Ich glaube, daran liegt es wahrscheinlich. Aber es war wirklich richtig schön und ich habe mich wieder richtig schön wohlgefühlt und bin auch wirklich mit einem Lächeln aus dem Raum gegangen und wollte euch das einfach auch nochmal sagen, dass ich da auf jeden Fall dann, dass es da auf jeden Fall nicht an der Ärztin liegt, dass ich die letzte Mal so gemeckert habe, sondern dass es einfach auch, glaube ich, Zeiten gibt, wo sie einfach ein bisschen beschäftigter ist. Und vielleicht hatte ich einfach an dem Tag Glück, dass sie nicht so beschäftigt war. Und mal schauen, wie die nächsten Male so werden. Auf jeden Fall war der Termin wirklich richtig schön. Wir haben dann natürlich nach dem Baby geguckt. Und sonst sieht auch alles gut aus. Also Herz, alles in Ordnung. Kopf, Bauch, wirklich alles in Ordnung. Und dann habe ich sie aber darauf angesprochen, dass die Hebamme bei der Geburtsanmeldung zu mir gesagt hat, dass mein Bauch zu klein ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe zu viel Fruchtwasser und dann hat die Hebamme bei der Geburtsanmeldung gesagt, das glaube ich Ihnen nicht.
Sie haben einen viel zu kleinen Bauch für zu viel Fruchtwasser und ein 44 cm großes Baby. Hat sie dann einfach so gesagt. Ich habe gesagt, okay, gut, ich bespreche das mit meinem Frauenarzt und habe das dann auch angesprochen. Und dann hat sie auch gesagt, okay, wir gucken mal. Und hat dann natürlich nochmal nach dem Fruchtwasser geguckt, weil ich ja, wie gesagt, zu viel Fruchtwasser hatte. Habe ich im letzten Update ja erzählt. Wie gesagt, habe ich euch oben verlinkt beim i. Und sie meinte dann, dass ich auf jeden Fall immer noch zu viel Fruchtwasser habe. Oder halt eben genug ausreichend. Auf jeden Fall mehr als ausreichend. Und das sieht man auch. Also ich habe sehr, sehr viel, wo das Baby halt nicht ist, habe ich sehr, sehr viel Fruchtwasser. Sieht man auf dem Ultraschall sehr, sehr gut. Ja, aber handeln müssen wir in dem Bereich nicht, noch nicht. Also sie hat gesagt, ich habe zwar viel Fruchtwasser, aber es ist noch kein Handlungsbedarf. Und dann hat sie aber geschaut nach der Größe vom Kind und meinte, okay, sie ist schon doch ganz schön klein und sie ist sehr, sehr leicht. Also sie sollte eigentlich bei 2,5 Kilo liegen, aber liegt nur bei 2116 Gramm. Glaube ich. Wartet, Leute, ich gucke einmal nach. Genau, 2116 Gramm wiegt sie und ist derzeit 46 cm groß, geschätzt natürlich. Also, man kann das ja nie genau sagen. Der Computer rechnet das ja aus. Und man weiß es auch nicht so ganz genau. Aber sie hat schon gesagt, das ist ein sehr, sehr kleines Baby. Und dann ist sie auch noch ganz speziell so auf die Versorgung eingegangen. Also, sie hat, als sie das selber erfahren hat, als sie Frauenärztin das sozusagen gesehen hat, dass sie wirklich sehr, sehr klein ist und sehr, sehr leicht ist, ja, hat sie nochmal geguckt, nochmal nach der Nabelschnur geguckt, ob wirklich alle Versorgung gut ist, wie die Plazenta aussieht und hat alles nochmal angeschaut. Und da habe ich mir dann halt schon Gedanken gemacht, weil sie hat halt immer so gesagt, und hat dann weitergeguckt und hat gesagt, ja, okay, hier drin liegt es nicht. Und ich war halt schon dann so, ja, ich lag da und das Baby ist halt immer drin und da wurde dann halt geguckt und sie war immer nicht so zufrieden und eigentlich war immer alles top, aber dann bei dem Termin war sie dann halt auf einmal nicht so begeistert und hat einfach nicht gesagt, okay, die kleine Maus ist super entwickelt, sondern hat gesagt, okay, das sieht nicht so gut aus und dass wir das auf jeden Fall beobachten müssen. Es liegt jetzt auf jeden Fall nicht daran, dass die Versorgung schlecht ist, also die Nabelschnur sieht wirklich top aus. Die Plazenta ist überhaupt nicht verkalkt. Also da müssen wir uns überhaupt gar keine Sorgen machen. Und die Kleine ist laut der Frauenärztin bei mir am besten aufgehoben. Also bei mir im Bauch ist sie am besten aufgehoben und es gibt keinen Handlungsbedarf, sie irgendwie rauszuholen, weil die Versorgung schlecht ist. Sondern es liegt wohl eher daran, dass ich selber so klein bin, so zierlich bin und die Frauenärztin sagt dann, dass die kleine Maus eben auch eine kleine Maus wird und einfach nicht so groß. Sie will sich das jetzt anschauen und man muss das natürlich beobachten und gucken, wie sich das entwickelt. Aber an sich, sagt die Frauenärztin, ist wirklich einfach wichtig, dass die Kleine lange drin bleibt und ja, sich das noch ein bisschen bequem bei Mama macht und sonst einfach halt ein bisschen kleiner und leichter ist. Aber sie hat auch gesagt, dass dass wenn sie jetzt kommt, dass sie oder die Ärzte nichts mehr machen würden. Auch mit den Maßen, die sie hat, würden die im Krankenhaus nicht die Geburt stoppen oder einen Kaiserschnitt machen oder sonstiges, sondern wenn sie jetzt kommt, so in ihrem Zustand, ist es völlig in Ordnung. Die Kleine hätte keine Startschwierigkeiten oder hätte sehr wenig Startschwierigkeiten und ist ja an sich auch top entwickelt. Also sie ist wirklich einfach nur klein und leicht. Und da habe ich mir halt einfach ein bisschen Sorgen gemacht oder mache mir immer noch Sorgen. Das ist einfach, ja, man macht sich halt einfach Gedanken, ob es nicht doch an einem liegt, ob man vielleicht einfach was anders machen muss, ob man vielleicht einfach mehr essen muss oder so. Man macht sich ja solche Gedanken als Mutter. Und dann, ja, lag ich da beim CTG, das war nach dem Termin, lag ich da beim CTG und habe auch einfach nur so gegrübelt. Man ist da allein in diesem Raum und hört nur dieses Klopfen von dem Baby. Und dann überlegt man die ganze Zeit, ja, was macht man falsch oder macht man überhaupt was falsch oder ist man überhaupt eine gute Mutter oder könnte ich schon wieder anfangen zu heulen? Also ja, das war wirklich sehr schwierig für mich und ich bin dann auch beim CTG völlig in Tränen ausgebrochen und dann ja, kam die Arzthelferin auch noch rein und hat sich das CTG angeguckt und hat gesagt, das sieht überhaupt nicht gut aus. Und dann bin ich wieder völlig in Tränen ausgebrochen, weil dann auch noch das CTG schlecht war. Ich sollte mich dann auf die Seite drehen, habe noch eins gemacht und
Sie meinte wohl, die Kleine ist zu ruhig. Ich weiß nicht, was es jetzt heißen soll. Sie meinte einfach nur, das Baby ist zu ruhig, hat dann an meinem Bauch rumgewackelt und sie einfach so zum, ja, Bewegen gebracht. Und danach sah das CTG wohl wieder gut aus. Aber das war einfach so viel auf einmal an diesem Tag, dass ich einfach so überschüttet war von allen schlechten Nachrichten, dass ich das Gute gar nicht gesehen habe und ja, mir einfach immer nur Sorgen mache, ob alles gut ist oder ja, ob wir das alles wuppen. Aber ich denke, das wird schon alles gut werden. Wie gesagt, Fruchtwasser müssen wir nicht, bis jetzt noch nicht kontrollieren lassen oder behandeln lassen sozusagen, sondern es ist noch in Ordnung. Und ja, die Kleine ist wie gesagt 46 cm groß geschätzt und 2116 Gramm, also wirklich sehr, sehr leicht für ihre Größe und auch sehr, sehr klein eben. Aber ich denke, alle, die schwanger sind oder ein Kind bekommen haben, wissen, dass das für die Woche ziemlich klein ist und ziemlich leicht ist. Aber wir werden das einfach kontrollieren und mal schauen, wie weit es nächste Woche aussieht. Oder übernächste Woche, da habe ich den nächsten Termin genau. 38. Woche. Oh mein Gott. Leute. Genau. Das war es auch eigentlich jetzt, glaube ich. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte zum Frauenarzttermin. Wie gesagt, war wirklich richtig schön. Also an sich erstmal richtig schön. Und dann halt eben die schlechten Nachrichten, die mich da so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben. Aber ja. Der Felix war auch ziemlich schockiert. Ich habe ihm das dann geschrieben und habe geheult und so. Und er war auch richtig schockiert, hat mich dann aber auch wieder beruhigt und hat gesagt, dass alles gut ist. Und wenn es eben nicht an mir liegt, dann können wir ja auch im Endeffekt nichts machen. Es ist einfach dann vererbt, dass die kleine Maus so klein ist. Und ja, ist dann einfach. Dann ist sie einfach eine kleinere Maus. Ich gucke mich jetzt ein bisschen nach kleineren Klamotten um. Aber es kann ja auch sein, dass sie am Ende doch mit, weiß nicht, 55 cm auf die Welt kommt und wir die 50er hier in dieser Schublade gar nicht brauchen oder so. Wir sind sehr gespannt, aber ihr könnt ja auch mal eure ja, Daten von euren Kindern in der 35. Woche in die Kommentare schreiben. Das wäre schon mal ganz hilfreich, glaube ich. Ja. So, wir wollen natürlich noch meinen Bauch einmal angucken. Oh. Hier ist mein Bauch hier. So sieht er derzeit aus. Oh Gott. So. Genau, so sieht er derzeit aus. Ihr seht noch keine Streifen. Ich hoffe, der Hund stört nicht. Und genau, so sieht er aus. Ja. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!